Ho, 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 alle miteinander. Es gibt doch tatsächlich noch Hersteller, die lassen sich richtig was einfallen. Und dazu gehört für mich die Firma K&F, denn die verschicken momentan die Sachen, die man bei denen bestellt, bereits als Geschenk eingepackt. Und es gibt noch eine super coole Weihnachtsmütze dazu. Sieht jetzt zwar vielleicht ein bisschen komisch aus, aber die ist auch extrem hochwertig gearbeitet. Damit hätte ich an der Stelle gar nicht gerechnet. Aber deswegen habt ihr bestimmt nicht eingeschaltet, sondern euch interessiert, was hier in diesem Päckchen drin ist. Und genau das packen wir jetzt einmal aus und werfen einen ersten Blick darauf. Viel Spaß dabei! Okay, ihr seht schon, das ist das Filtersystem der Firma K&F. Der neue Filter, der Filterhalter wurde hier komplett überarbeitet und ist für 100x100er Filter geeignet. Der alte, da hatten wir ja ein bisschen was dran zu meckern und bei dem neuen bin ich jetzt wirklich gespannt, was sie geändert haben. Wir öffnen das Ganze mal und schauen uns mal an, was hier Schönes drin ist. Oh, erstmal eine schöne Karte vom Management-Team, sehr, sehr cool. Die lese ich mir gleich durch. Und das Erste, was hier wieder auffällt, ist die extrem hochwertige Verpackung. Wir holen das Ganze mal raus. Und auch dieses Ganze, wow, also jetzt muss ich mal wirklich sagen, Hut ab. Und auch generell die ganze Verpackung, dieses Auspackerlebnis, was man hier bei K&F hat, finde ich hervorragend. Da könnten sich andere Hersteller wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Natürlich ist das immer nur so Beiwerk, aber es zeigt eigentlich, wie eine Firma mit ihren Produkten umgeht. Hier übrigens nochmal die Mütze. Naja, wir gucken mal rein. Und... Schauen uns mal an. Wow, also der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Okay. Für den CPL-Filter. Ja, ich würde sagen, ich packe das Ganze hier mal auf meinem Schreibtisch aus, bringe es mal an eine Kamera an und dann schauen wir uns doch mal an, wie der funktioniert und wie der arbeitet. Hi zusammen, bevor es jetzt losgeht mit diesem Video, noch ein kleiner Disclaimer vorweg. Und zwar wurde mir dieses Filterset der Firma K&F kostenlos zur Verfügung gestellt. Dabei ist allerdings kein Geld geflossen und es nimmt auch keinen Einfluss auf meine Meinung, muss aber dazu gesagt werden, wenn wir schon beim Thema Transparenz sind. Aber jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. So, okay, hier neben mir stehen sie, die neuen Pro-Filter der Firma K&F. Wir hatten ja an dem letzten System rein filtertechnisch nicht viel zu motzen. Die Filter sind auf einem extrem hohen Niveau. Das gleiche erwarte ich hier jetzt natürlich in dem Starterpaket genauso. Aber der Filterhalter, der war das letzte Mal im Endeffekt der Knackpunkt, wo man sich überlegen musste, ob man sich da vielleicht einen anderen Filterhalter kauft oder nicht. Und genau das hat die Firma K&F jetzt überarbeitet. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sich der neue K&F Filterhalter in der Praxis schlägt. Hier wollen wir uns jetzt erstmal einen ersten Eindruck verschaffen, das heißt, wie ist er verarbeitet, welche Materialien wurden genutzt und was genau wurde denn alles an dem Filterhalter verändert. Und dafür schauen wir doch einmal in die Verpackung rein. Das tun wir mal rüber. So. Das Erste, was natürlich wieder absolut positiv und lobend auffällt, ist die Umverpackung. Sie ist aus einem Kunstleder gearbeitet, die wasserabweisend ist und das Ganze ist richtig schön organisiert. Ganz ehrlich, Formfaktor und Design, da könnten sich einige Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Wenn wir das Ganze dann aufklappen, das Ganze ist mit einem magnetischen Mechanismus hier versehen, sehen wir hier hinten wieder diese ganz typische orange Schlaufe, die uns schon verrät, dass wenn wir hier dran ziehen, die Filter einmal nach oben kommen. Und das ist halt jetzt auch wieder sehr, sehr cool und praktisch, denn wir fummeln jetzt hier nicht in der Tasche rum und müssen irgendwie rumwühlen, sondern uns kommen die Filter hier direkt entgegen. Dann können wir uns einfach einen Filter schnappen und hier fällt uns schon der erste Unterschied auf. Denn ihr seht schon, wir haben hier einen Rahmen um unsere Filter herum. Und genau das ist auch die Neuerung an diesem Filterhalter, was wir uns gleich noch etwas genauer anschauen. Denn der Einschub wurde verändert. Das war das letzte Mal für mich auch ein Riesenpunkt, denn der Einschub war sehr, sehr schwierig zu bedienen. Und da bin ich mal gespannt, ob das mit diesem neuen System hier besser funktioniert.
Als Nachteil möchte man natürlich aber auch gleich anfügen, ihr braucht Rahmen jetzt für eure Filter. Diese Rahmen sind aktuell noch nicht zu erhalten. Die sollen jetzt Mitte Januar anscheinend dann verfügbar sein. In dem Starterpaket, was ich jetzt hier neben mir stehen habe, die Pakete gucken wir uns auch gleich noch im Detail an, habe ich jetzt hier einen ND8, 64 und ND1000. Diese kommen dann auch schon direkt mit diesen Rahmen und diese lassen sich dann hier oben auch öffnen. Wenn ihr das öffnet, könnt ihr einfach den Filter da rausnehmen und ihr habt im Endeffekt nichts weiter als einen 100er Filter und könnt diesen natürlich auch in jedes andere Filtersystem einbringen. Das bedeutet also, Filter und Rahmen kann man hinterher auch einzeln benutzen. Also es ist überhaupt nicht schlimm, sollten wir irgendwann mal den Filterhalter vielleicht doch nochmal upgraden wollen, könnt ihr eure Filter weiter benutzen. Ich ziehe mal hier wieder dran. Also das finde ich schon echt cool gemacht. Ja, das macht echt viel Freude. Steckt den hier vorne rein und seht schon, hier ist alles schön organisiert. Dann haben wir dahinter einen CPL-Filter. Und jetzt schaut euch das mal an, wie groß der ist. 92er Durchmesser. Das bedeutet, wir können hier bis 16 mm Vollformat ganz bequem Aufnahmen machen, ohne eine Vignettierung zu bekommen. Aber wir warten ja auf was anderes, und zwar den Filterhalter. Und hier kommt er auch schon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so der erste Eindruck, den ihr auch gerade schon im Unboxing gesehen habt, ist wieder absolut positiv. Denn wir haben hier wieder Aluminium aus dem Flugzeugbau, was sich selbst bei den härtesten Witterungsbedingungen nicht verformt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig bei so einem Halter. Denn es kann natürlich schon mal sein, dass wir bei 40 Grad plus oder bei 20 Grad minus draußen fotografieren. Und der Filterhalter darf sich in so einer Situation natürlich nicht verformen und muss immer die gleichen Maße beibehalten, damit sich dann unser Filter da drinnen nicht festsitzt oder gar vorne irgendwie an der Kamera sich verformt. Das wäre natürlich echt doof. Deswegen hier schon mal sehr, sehr gut gearbeitet. Dann sehen wir hier oben so eine kleine Klappe. Wir gucken uns das gleich einmal alles im Detail an. Die ist uns jetzt hier erlaubt, den CPL-Filter reinzutun. Und das finde ich jetzt auch zum Beispiel ganz witzig gemacht. Ihr habt auf dem CPL-Filter, ich schiebe den hier mal rein, seht ihr schon, zack, jetzt geht er rein. Und wenn ich das Ganze falsch rum reinmachen würde, denn wir haben hier so einen Zahnkranz oben drauf, dann würde das nicht funktionieren und hier oben steht CPL Error. Finde ich auch so ein niedliches Detail, was sich hier K&F hat einfallen lassen. Gut, wir drehen ihn mal wieder um, machen ihn richtig rum rein und klappen das Ganze zu. Und unser CPL-Filter wäre eingesetzt und einsatzbereit. Und jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, nicht so wie bei dem alten, wo wir dann immer ewig rumfummeln mussten und den Filterhalter abnehmen mussten, die Möglichkeit, unseren CPL-Filter ganz smooth zu bedienen, über ein Rad an der Seite. Also das schon mal sehr, sehr cool. Aber jetzt würde ich sagen, bringen wir den Filterhalter doch erstmal an. Dafür nehme ich den CPL-Filter nochmal raus und hole mir mal die Kamera. Hier vorne habe ich jetzt einen 16 mm drauf. Und auch hier wieder, K&F-typisch, haben wir verschiedene Adapterringe gleich mit dem Lieferumfang dabei. Auch das ist bei anderen Herstellern nicht so. Ich brauche in meinem Falle hier einen 72er. Ich gucke also mal. 72 mm, hier haben wir 82. Und hier ist 72. Das legen wir zur Seite. 67 ist hier übrigens das kleinste, glaube ich, was jetzt hier mit dabei gewesen ist. So, lässt sich wunderbar gleich vorne vorschrauben. Auch hier wieder völlig widerstandsfrei. Man sieht, die Gewinde sind extrem gut gearbeitet. Und da habe ich ja noch keine Angst, mir das Gewinde an meinem Objektiv kaputt zu machen. Auch das, wenn ihr extrem preiswerte Produkte manchmal habt, sind die Gewinde sehr, sehr schlecht gearbeitet. Und da sieht man einfach auch schon die Qualität des Produktes. Gut, als nächstes wollen wir aber natürlich mal unseren Filterhalter anbringen und auch hier gibt es jetzt einen neuen Mechanismus. Wir haben hier nämlich ein kleines Rad an der Seite, was wir drehen können, womit wir jetzt den Widerstand dieses Verschlusses hier verstellen können. Ich mache einmal auf Unlock, also öffnen, Open, dann ziehe ich den nach hinten, hier ist eine kleine Feder verbaut und kann ihn hier vorne vor mein Objektiv anbringen. Ich lasse das hier einmal reinrasten, ziehe das nach hinten, ganz kleines bisschen hakelig. Aber das hält uns nicht ab. So, jetzt können wir das Ganze drehen, so wie wir das Ganze für unsere Fotografie benötigen. Und sollten wir uns dann für eine Position entschieden haben, den Horizont schön ausgerichtet, kann ich hinten an dieser kleinen Schraube wieder drehen und der Filterhalter ist fest. Zumindest schon mal, was die Position angeht. Und hier fällt mir leider der erste Negativpunkt auf, denn
Das Ganze wackelt hier vorne so ein bisschen. Das ist extrem schade. Ich habe mit Rico Rücksprache gehalten und der hat mir vergewissert, dass seiner nicht wackelt hier vorne. Ich hoffe, es ist einfach nur mal eine Serienstreuung und ich habe jetzt hier wirklich Pech gehabt. Ansonsten, wenn jetzt hier Wind gehen würde, also ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Seht ihr schon, das Ganze hat jetzt hier Spiel und ja, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Als nächstes den CPL-Filter. Ich öffne mal hier wieder. Und das ist jetzt natürlich echt cool und schnell zu machen. Einfach das Zahnrad richtig rum rein, schließen und schon können wir mit unserem CPL weiter fotografieren. An der Seite jetzt, wie gesagt, hier die Verstellmöglichkeit unseres CPLs, das Ganze zu drehen und bis 16 mm das Ganze vignettenfrei. Also sehr, sehr cool. Als nächstes wollen wir doch jetzt aber eine Langzeitbelichtung machen, beziehungsweise wollen vielleicht auch einen Verlaufsfilter reinbringen. Für die Langzeitbelichtungen haben wir jetzt in dem Set, was ich hier wie gesagt habe, die Möglichkeit, einen ND-Filter uns rauszunehmen. Dafür ziehen wir hier einmal kurz an der Lasche und schnappen uns doch hier mal einen ND-Filter, völlig egal welchen. So, nächster Vorteil an diesem Rahmen ist, dass ich den Filter nicht mehr direkt anfasse. Sonst musste ich ihn an der Seite rausnehmen und dann vorsichtig reinstecken und hatte immer die Gefahr, dass ich vorne irgendwo drauf rumtapper. Durch diesen Rahmen, den wir jetzt hier dran haben, völlig gefahrfrei, schnappe ich mir den einfach, schiebe ihn hier vorne rein und das geht auch wunderbar smooth. Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich vieles getan bei der Firma K&F und das lässt sich ganz wunderbar hier reinschieben. Gut. ND-Filter wäre schon vor und wir könnten schon loslegen mit der Fotografie. Was uns jetzt hier natürlich fehlt, ist ein Verlaufsfilter. Meistens arbeiten wir ja gerne mit Verlaufsfiltern und dafür gäbe es jetzt wieder spezielle Rahmen. Die sind jetzt hier in dem Set noch nicht mit drin und da müsstet ihr dann dementsprechend gucken, ab wann die Rahmen verfügbar sind oder ob ihr euch eins der anderen Sets zulegt. Die gucken wir uns gleich noch gemeinsam an. Der nächste Nachteil, den ich sehe, ist, wenn ihr jetzt euch für das Set hier entscheidet und ihr kauft euch nachträglich noch einen Verlaufsfilter, dann ist die Tasche hier zu klein. Und dadurch, dass diese Tasche hier zu klein ist, müsstet ihr dann den Filter in der separaten Filtertasche immer mittransportieren. Ihr hättet das Set nicht mehr in einem Paket gemeinsam. Und wie gesagt, das empfinde ich als Nachteil. Und noch ein Nachteil. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne hier mit diesen Filtertaschen der Firma Lowepro. Und auch hier passen die Filter jetzt nicht mehr rein. Das ist sehr, sehr schade, denn durch diesen dicken Rahmen habe ich nicht mehr die Möglichkeit, sie hier mit zu transportieren. Deswegen wäre mein Tipp, wenn ihr vorhabt, euch Verlaufsfilter zu kaufen oder auch mit Verlaufsfiltern zu arbeiten zu wollen, kauft euch gleich das Set mit der größeren Tasche da drin. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Filter in einer Tasche zu transportieren. Auch nur bis zum gewissen Maße, weil irgendwann ist die Tasche einfach voll. Aber da habt ihr schon mal mehr Möglichkeiten als, wie gesagt, jetzt in der Tasche hier mit den normalen 100er Filtern. Wenn ich mir jetzt hier mal so ein leeres Fach nehme und mir jetzt hier einfach mal so einen Filter rausnehme, seht ihr, passt das von der Breite her hier nicht mehr rein. Also, ja, ich könnte es reinquetschen, aber dann würde ich mir meine Tasche wahrscheinlich kaputt machen. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, sehr, sehr schade. Und damit kriegen wir die 100er Filter hier, 100 mal 150er Filter natürlich auch nicht mehr untergebracht. Ansonsten auch ein kleiner Nachteil, wir haben nur zwei Einschübe, hier fehlt also der dritte Einschub, okay, da müsst ihr euch natürlich im Vorfeld überlegen, brauche ich drei Filter oder nicht, ich arbeite zu 90% mit maximal zwei Filtern, auch hier wieder Rücksprache mit Rico gehalten, der braucht öfter mal einen dritten Filter, ich muss aber auch zugeben, Rico fotografiert deutlich mehr mit Filtern als ich, wie gesagt, für mich, für meine Anwendungen reichen in der Regel zwei Filter. Ein Nachteil muss ich leider nochmal ansprechen und das soll gar nicht so negativ werden, das Video, aber mir ist es natürlich wichtig, dass ich euch die Aspekte zeige. Denn durch diesen Rahmen, durch diesen dickeren Rahmen, den wir jetzt hier haben, der uns gewisse Vorteile bringt im Reinschieben, in der Handhabung und so weiter, haben wir aber einen nächsten Nachteil, denn der Filter liegt nicht ganz auf an unserem Filterhalter. Und ich habe es jetzt mal versucht, mit einer Taschenlampe nachzustellen, dass ich hier einmal reingegangen bin und habe geguckt, ob ich ein Streulicht reinbekomme. Also ich habe es nicht geschafft, ein Streulicht reinzubekommen in das Glas. Ich glaube, da müsste die Sonne schon in einem sehr, sehr ungünstigen Winkel stehen. Aber ich wollte es auf jeden Fall nicht unangesprochen haben, dass ihr euch nicht wundert, euch das Set zulegt und dann seht, dass hier eine kleine Lücke zwischen Filter
und Filterhalter ist. Gut, das klang jetzt alles sehr, sehr negativ, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf das Klappern ist dieser Filterhalter extrem wertig verarbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der ab und zu mal eine Langzeitbelichtung macht, für jemanden, der einfach nur mal einsteigen möchte in die Filterfotografie, finde ich, ist es ein sehr, sehr gelungenes Set. Und welche Sets euch da zur Verfügung stehen, das schauen wir uns nochmal ganz kurz jetzt an meinem PC an, bevor wir zu einem abschließenden Fazit kommen. Und dann wollen wir uns natürlich das Set nochmal in der Praxis anschauen, aber dazu wird es dann nochmal ein separates Video geben. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, welche Sets es hier zur Verfügung gibt. So, hier haben wir jetzt einmal das Filterset für euch geöffnet, mit dem ich jetzt hier gerade für euch gearbeitet habe. Das bedeutet, wir haben hier drei Filter drin, einmal ND8, 64 und ND1000, also perfekt für Langzeitbelichtungen. Und wir haben hier einen CPL-Filter der Nano X-Serie verbaut und wir haben hier diese Nano-Beschichtung, das heißt, es perlt alles ab. Und wir haben die extrem hohe Vergütung, das bedeutet, die Bildqualität ist wirklich auf einem absoluten Top-Niveau. Ich habe das Ganze natürlich wieder für euch getestet, genauso wie in dem alten Filterset und ich sehe hier keinerlei bis kaum Farbverschiebungen. Und das ist natürlich gerade bei dem Preis, muss man wirklich sagen, extrem gut. Deswegen, wer noch gar keine Filter hat, für den lohnt sich das Set meines Erachtens nach auf jeden Fall schon alleine durch diese vier Filter, die wir hier mit drin haben. Gut, den CPL könnt ihr halt nicht ohne den Filterhalter benutzen, aber die anderen drei Filter kann man auch solo benutzen und sind zu dem Preis in einem absoluten Top-Niveau. Generell muss man hier natürlich sagen, es gibt immer mal wieder Aktionen bei K&F und ich verlinke euch natürlich unten auch einmal einen 10% Gutschein noch, Hashtag Werbung an der Stelle, das ist ein Affiliate-Link unten, den ihr findet. Damit habt ihr dann natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu kaufen bei K&F und bekommt auch noch natürlich ein paar Prozente. Okay, welche Sets gibt es aber sonst noch? Ich gehe einmal ein bisschen zurück. Und das ist nämlich jetzt genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wenn ihr in das Thema Verlaufsfilter einsteigen wollt, würde ich euch dieses Set hier empfehlen. Das kostet 269 Euro, hat aber auch diese längliche Filtertasche mit dabei und hat dann für mich den Vorteil, dass ich hier nicht nur die kleinen Filter reinbekomme, sondern auch die großen und dann gegebenenfalls nur eine Tasche mit mir rumführen muss. Was mich hier noch interessieren würde, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, ist, für wie viele Filter hier tatsächlich Platz ist. Wie gesagt, diese Rahmen, die ihr hier seht, werden dann auch ab Januar hoffentlich verfügbar sein, sodass ihr jeden Filter, den ihr vielleicht schon habt, dann auch weiter benutzen könnt. Als drittes Set gibt es dann noch ein ganz, in Anführungsstrichen, einfaches Set für 159 Euro, wo ihr einfach nur einen ND1000, einen CPL-Filter habt und die dementsprechenden Filterhalter mit den Adaptern. Also hier habt ihr die freie Wahl, was euch beliebt und wo ihr in das Ganze einsteigen wollt. Für mich, wie gesagt, so als Landschaftsfotograf und als Einsteiger würde ich euch tatsächlich den Verlaufsfilter mit ND1000 empfehlen. Damit habt ihr dann schon viele Möglichkeiten im Urlaub tolle Langzeitbelichtungen am Meer zu machen oder in den Bergen oder wo ihr sonst so unterwegs seid. Okay, kurzes Fazit. K&F Filterhalter der neuen Pro-Serie. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Er hat ein paar kleine Fehler. Es ist schade, hier hätte man die vermeiden können, hätte man vielleicht mit ein paar Fotografen noch Rücksprache gehalten, weil es einem sofort ins Auge fällt. Ich weiß nicht, warum sie diese Rahmen gemacht haben. Dadurch lässt es sich natürlich schön einfach einschieben und ich habe den Vorteil der Haptik, bringt mir aber wirklich den Nachteil, dass ich keine anderen Filtertaschen mehr benutzen kann und immer mir diese Rahmen dazu kaufen muss, wenn ich mir einen neuen Filter gekauft habe. Muss man jetzt halt wissen, was man möchte. Ansonsten sehe ich eigentlich keinen Nutzen da drin und das finde ich halt extrem schade. Man hätte vielleicht den Platz einfach hier vorne nutzen können, um einen weiteren Einschub vorne zu machen. Dann hätte man drei Filter gehabt und hätte die Filter wieder ganz normal reingeschoben und damit wäre das eigentlich für mich ein perfekter Filterhalter für den Einsteiger gewesen. Was bei meinem Modell jetzt hier noch ist, ist das Wackeln. Tja, da weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich eine Serienstreuung ist. Wie gesagt, Rico sagt, bei ihm wackelt nichts, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier vielleicht bei dem Modell einfach mal Pech gehabt habe. Das sind natürlich jetzt hier auch alles noch die ersten Vorserien. Das heißt, kann natürlich sein, dass jetzt die aktuelle Fertigung da deutlich besser ist und da auch natürlich keine Fehler auftreten. Ich möchte es aber nicht unangesprochen lassen, nicht, dass es nachher heißt, warum hast du das nicht dazu gesagt. Generell das ganze System, wie gesagt, finde ich extrem gut. Auch mit dem CPL-Filter hier hinten direkt verbaut, den ich jetzt hier an der Seite drehen kann.
und somit für mich das perfekte Einsteigermodell in die Filterfotografie. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von dem neuen K&F Filterhalter? Würde es euch stören, mit diesen Rahmen zu arbeiten oder sagt ihr, nee, ich hätte vorne einfach ganz gerne nur einen ganz normalen Einschub? Das alles würde mich interessieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens mal im Januar oder Februar wieder, wenn ich das Ganze draußen für euch getestet habe und wir dann auch mal ein abschließendes Fazit im Feld ziehen können quasi, wenn wir mit den Filtern eine Langzeitbelichtung am Wasser gemacht haben oder auch mal mit in den Bergen waren. Zwinker, zwinker, es kommt wieder ein bisschen was für euch. Daher seid gespannt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.